You ready, killer? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Borderlands 3. Heute geht es ums Bosse-Farmen, ohne neu laden zu müssen, denn wir haben einen ganz besonderen Boss zu finden auf Eden 6. Und zwar gehen wir dort zum gefräßigen Baldachin. Das ist das Ziel der Reise. Dort gibt es eine Jagdaufgabe von Sir Hammerlock und dieser Gremlin-Boss ist es, der uns interessiert, zu dem wir gerne hin möchten. Wenn wir zu dem hinreisen, sollten wir mitnehmen am besten Kyro-Granaten oder Kyro-Waffen oder am allerbesten natürlich die Kyro-Infinity-Pistol. Mit der funktioniert es am besten. Ich habe hier gerade die Lucian's Call. Auch in Kyro habe mir dann extra hier nochmal kurz einen Granatenmod gekauft gehabt mit Kyro-Schaden, da ich keins aktuell in der Bank hatte, um das Ganze zu machen. Ich werde jetzt hier auch den Weg hier ganz fein ohne schnelles Vorspulen gehen. Dann seht ihr, das ist vom Schnellreisepunkt gar nicht allzu weit weg. Und ihr habt natürlich gleich dann auch einen Safe-Spot hier vorne, wo gespeichert wird. Also daher ist das ganz angenehm. Ihr habt es gerade gesehen, danke an Freecore, der hat mir das Ganze per Facebook geschickt gehabt, hat gesagt, hier Gudi, da kannst du unendlich Bosse legen, schau dir das doch mal an. Vielen Dank für den Hinweis auf alle Fälle. Das Ganze war natürlich, muss man auch sagen, vor Patch 1.02 um einiges schöner, denn die Droprate für legendäre Waffen war einfach um einiges immens höher, so dass das Ganze sich hier wirklich viel mehr gelohnt hat. So, hier kommen wir ganz kurz zum Speicherpunkt. Das ist also der Moment, wo wir hier immer wieder neu starten würden, wenn wir denn neu starten, weil eigentlich ist es nicht notwendig, es sei denn, ihr bekommt halt irgendwann Langeweile. Habt ihr die Infinity, dann empfehle ich wieder, das Gummiband auf R2 zu legen, denn es gibt keinen Grund, da auch nur einmal im Kampf loszulassen. Ist wirklich so. Da kommt er, der junge Mann. Ihr seht, ich hau schon mal Kyro-Schaden drauf. Und schon sind es zwei. Und die vermehren sich wie die Karnickel hier, die Gremlins. Aber das kennen wir ja aus dem Film, falls ihr ihn gesehen habt. Ne? Gremlins in Wasser vermehren sich wie Hulle. Und die vermehren sich hier halt mit Kyro-Schaden. Ihr könnt das halt dann, wie gesagt, machen hier mit den Kyro-Granaten. Es ist nett, ihr seht es ja, ne, auf der Minimap oben, wie viele Bosse wir mittlerweile haben. Das werden halt immer mehr so nach und nach, aber die Granaten sind irgendwann alle, sprich ihr müsst dann anfangen auf alle Fälle die Bosse auch dementsprechend zu töten, damit ihr neue Granaten einsammeln könnt. Oder halt wie gesagt hier mit der Lucian's Call, 1340 Schuss habe ich, da könnte ich ein bisschen Spaß mit haben und halt auch hier weiter die Bosse, ja, zum Teilen bringen, dafür zu sorgen, dass sie sich aufteilen in mehrere. Und wir können hier halt, wie gesagt, solange wir Bock haben zu farmen. Ich bin jemand, der hat einmal relativ schnell keinen Bock mehr. Das ist der Moment, wo ich dann die Shotgun raushole und den Jungs hier den Rest gebe. Aber ich habe natürlich extra nochmal für euch hier ein bisschen Gameplay eingefangen mit der Infinity Pistol. Da springen wir jetzt gleich mal rein. Und das lohnt sich natürlich richtig. Ne? Wir fangen hier gerade frisch an mit der Infinity. Und da wir halt ja unendlich Munition haben, können wir auch gerne unendlich Gegner haben. Das stört uns gar nicht. Wir können uns hier einfach durchrotzen, wie wir wollen. Und das lohnt sich dann vom Loot. Zum Schluss habe ich sogar auch noch Glück, dass ein legendäres bei rauskommt. Ansonsten ist es natürlich auch finanziell nicht jetzt unbedingt das Dümmste, was man machen kann, weil es droppt natürlich Loot ohne Ende. Wie gesagt, ich werde da gleich ein bisschen vorspulen, dann werdet ihr den Abspann sehen, sozusagen, der Moment, wo ich keine Lust mehr hatte. Ich glaube, das war so nach 8 Minuten der Fall oder so, weil die Jungs machen auch nicht viel Schaden. Das ist hier momentan Chaos-Modus 3 und, ja Gott, angenehm, wirklich angenehm. Also da ist man selten mal irgendwie in der Not, dass einem irgendwas richtig wehtut. Das kann man ruhig machen. Wie gesagt, nur vom Drops her ist es leider natürlich nicht mehr so super Sahne, wie es vorher war. Habt ihr die Diskettenversion oder ich weiß gar nicht, ob es mit der Online-Version eventuell auch funktioniert, kommt ja immer drauf an, dass man das Spiel deinstalliert, es neu installiert und dann der Patch 1.02, wenn er heruntergeladen wird, beim Herunterladen pausiert. Muss ich mal die Tage mal probieren, es geht ja bei mir immer relativ schnell mit dem Herunterladen, zum Glück dank der dicken Leitung. Ob das denn auch so funktioniert mit der Disk-Version, habt ihr natürlich gar kein Problem. Spiel frisch installieren, Internet trennen, dann habt ihr hier natürlich legendäre Drops ohne Ende. Das lohnt sich dann wirklich richtig. Wie gesagt, mit aktuellem Patch, muss man nicht. Aber kann man schon, wie gesagt, finanziell. Und ihr seht, die Bosse hören nicht auf und irgendwie ist das eine lustige Sache. Und allein dafür ist es schon ein Video wert, Bosse, die sich teilen, wenn man sie mit Kyro-Schaden beschießt.
Ja, ich werde jetzt hier gleich zum Ende vorspulen, dann werdet ihr sehen, was da ja zum Ende hin bei ungefähr herauskam. Und ich hoffe, das kleine Video hier hat euch hier gefallen. Wenn dem so war, lasst den Daumen nach oben da, würde ich mich riesig drüber freuen. Vielen Dank nochmal an Freecore an dieser Stelle für den Hinweis, dass es hier diese Möglichkeit gibt, das Ganze zu machen. Da freue ich mich immer sehr drüber, wenn man solche Hinweise bekommt. Man kann ja auch nicht immer alles wissen, alles mitbekommen. Und da ist dann sowas natürlich super Sahne. Tja, in dem Sinne, lasst den Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und vor allem schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich sag bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Der Tod ist eine natürliche Sache, aber deiner war aufregend.